So, etwas verspätet, aber trotzdem ist es jetzt da, das Review zu diesem kleinen handlichen Mikrofon. Ja, erstmal wollte ich mich bei mittlerweile, glaube ich, schon 73 Abonnenten bedanken. Wirklich vielen Dank. Und jetzt zum Review. Also, wir stecken es hier mal in den iPod hinein. So, und jetzt schalte ich mal hier das App Sprachmemos ein. So, jetzt werde ich was sagen. Test, Test, Test. Webvideopics. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Okay, der Text war vielleicht ein bisschen originell, aber trotzdem lege ich das Mikrofon hier jetzt wieder hin und hören wir uns das doch einmal. Stopp. Nicht so schnell. Hören wir uns das doch einmal an. Ja, okay. Ich finde die Qualität eigentlich sehr gut. Und was ich auch noch ganz toll finde, kann man hier unter Option senden per E-Mail das jetzt an die ganze Welt senden. Okay, das sieht man sehr schlecht. Naja, auf jeden Fall kann ich das jetzt per E-Mail senden. Hier Memo M4A-Datei. Jetzt kann man sehen. Betreff an und halt das ganz normale Sendeverfahren. Ja, das war's. Ich fand die Qualität, konntet ihr ja selber hören, eigentlich sehr gut. Dafür, dass das Ding hier nur so klein ist und es ist mit fast 5 Euro, nicht mal 5 Euro, finde ich auch gar nicht so teuer. Deshalb könnt ihr da eigentlich mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Jo, das war's. Und bis zum nächsten Mal.